Kurz vor Beginn der Festivalsaison erhalten die Waldviertel Musikfestivals eine gemeinsame Website unter w4musikfestivals.at. Von den 10 dort vertretenen Festivals finden 6 im Gmünd-Distrikt statt. Dennoch dauert ein Festival mit einer langen Tradition in diesem Jahr, das Kasumama Afrika Festival, das seit 2001 in Moorbad Habach stattfindet, macht dieses Jahr eine Pause. Bei uns ist alles freiwillig organisiert und es ist die Air Out, sagt die Vorsitzende Margot Leyer. In diesem Jahr sollte es im Afrika-Dorf mit Workshops und Musik auf dem Kleinen ein kleines Festival geben. Bühne, Leyer hofft, neue Helfer zu finden. Der Termin ist noch nicht festgelegt. Wahrscheinlich Anfang August und vielleicht mit einem Kabarett und einem überraschenden Gastziel. Für Schichten ist es, das Festival im Jahr 2024 wieder in normaler Größe zu halten. Aber auch ohne Kasumama gibt es im Distrikt eine vielfältige Festivallandschaft. Das Viertelfest des Landes im Waldviertel stoppt alle 4 Jahre. In diesem Jahr werden zahlreiche Projekte im Distrikt gezeigt. Neu im Programm ist der Clubabend, in dem sie das Jahr des Freiwilligens feiern möchten. Etwas mehr, konzentrierter, das grenzüberschreitende Kulturfestival Übergänge Prechodie wird alle 2 Jahre entworfen, sagt Thomas Samhaber. Dies bedeutet, dass in Gmünd, Český Velenice weniger Standorte gespielt werden. Ausgeschlossen. Bewegt. Und die Eröffnung bewegt. Bewegt bis zum Freitag sollte der Tag dafür aktualisiert werden. Natürlich kündigt das Team über 30 Veranstaltungen mit Künstlern aus 8 Nationen an. Samhaber sagt, ein magischer Gegenstand des Programms soll das historische Messegelände sein. Eine Gruppe aus der Tschechischen Republik wird alte oder umgebaute Messeattraktionen verwenden, um den Schlosspark zu spielen. Das Wackelstein-Festival in Amaliendorf und die beiden Festivals in Lietzschau bleiben an ihren üblichen Daten und Konzepten. Zwischen Juli und August zeigt das Schloss Weitra Festival die Operette Im Weißen Rössel mit Josie Prokopetz als Kaiser Franz Josef und Andy Lilang als wunderschöner Sigismund. Im August lädt die Block Heide leuchtet, leuchten mit einem bewährten Programm zwischen beeindruckenden Installationen und subtilen Unplugged-Musik zur 6. Ausgabe ein. Wie immer das kleine Fortschritt-Festival im Court Theater mit Installationen, Theateraufführungen, elektronischer Musik und zwei feministische Punkbands machen das Ende der Saison. Der Festivalkalender Viertelfest 12, der böhmische Traum 26 bis 28 Mai, Feuer, Schrammel, Klang, Festival 7 bis 9 Juli, 14 bis 16 Juli, Lietzschau, Schloss Waldra Festival 7. August Wackelstein Festival 21 bis 23 Juli Amaliendorf Prechodie Übergänge 28 bis 30 Juli Gmünd und České Velenice Theaterfest Hin und Weg 11 bis 20 August Lietzschau Blockheide leuchtet auf 17 bis 20 August Gmünd Fortschritt 1
und 2. September, Pürbach.